Wir haben mit vielen Opfern von rechtsradikaler Gewalt gedreht. Und am Schluss war es eine strategische Entscheidung zu sagen, ich möchte keinen Film machen über ein asiatisches oder schwarzes oder ausländisches Opfer, weil ich dann, ich weiß ja, der läuft um 8 Uhr im Fernsehen, dann habe ich das Gefühl, die Zuschauer schauen das an, haben dann sofort diese empathische Reaktion, wie schrecklich das ist, dass irgendwie ein so sympathischer Mensch irgendwie fast totgeschlagen wird. Aber gleichzeitig haben sie auch die Reaktion, ich bin ja aber zum Glück keine Inderin oder ich bin ja kein Senegalese, ich bin ja nicht schwarz, ich bin ja nicht Ausländer. Und damit ist das Problem weggeschoben. Deshalb war es eine klare Entscheidung zu sagen, wir nehmen ein Opfer, was Deutscher ist oder Deutsche sind, aber auch jemanden, und das bei den Punkern ist es halt so, du guckst denen auch zu und denkst, was machen die da überhaupt, was sind das überhaupt für Leute? Damit der Zuschauer auch merkt, er selber ist ja auch durchaus innerlich bereit, so diskriminatorisch zu sagen, so wie solche Leute aussehen, da kann denen auch mal was Schlechtes passieren. Und das hat auch geklappt, glaube ich, dass da wirklich sich Leute dann ziemlich gemerkt haben, es geht halt nicht nur um ausländerfeindliche Gewalt. Das war eigentlich das Kriterium. Die Presse hat immer nur gesagt, es ist ausländerfeindliche Gewalt, genau. Und dann haben wir das recherchiert und dann siehst du diese ganzen Zahlen und siehst, ja, da sind so und so viele Vietnamesen tatsächlich umgebracht worden und so weiter. Und dann siehst du, es ist aber die doppelte Anzahl an Obdachlosen umgebracht worden. Die sind in Wasser geschmissen worden, sind totgetreten worden, sind angezündet worden. Und dann merkst du, es ist nicht ausländerfeindliche Gewalt. Es ist aber für die Bevölkerung viel einfacher zu denken, es ist ausländerfeindlich, weil das betrifft dich dann nicht. Und da war dann klar, okay, das drehen wir jetzt um. Und der Film hat eigentlich an seiner Aktualität leider nicht großartig verloren. Leider überhaupt nicht.